Norman? Können wir? In 5 Sekunden. Und Achtung! Es sind 75 Minuten live für rund 500.000 Zuschauer täglich, Montag bis Freitag. Die Sendung eines der größten Magazine im deutschen Fernsehen, Flaggschiff des Bayerischen Rundfunks, emotional und nah am Menschen. Von Politik bis Pokal, von Kultur bis Katastrophe. Traditionen, Trachten, Trends in einem veredelten Vorabendprogramm? Ein eingespieltes Team sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Jeder Handgriff sitzt. Stopp. Entschuldigung. Sag mal, der Text. Veredeltes Vorabendprogramm. Das klingt wie ein Werbefilm. Ich meine, das glaubt uns doch keiner. Und mal ganz ehrlich, hinter den Kulissen schaut's ganz anders aus. Irgendwann fällt alles mal aus. Ich bitte Sie einfach nur um ein bisschen Disziplin. Was macht der Chef eigentlich? Jetzt könnte ich sagen, immer dumm daherreden. Mega forever. Das Stück kommt wahrscheinlich nicht pünktlich. Schauen wir mal. Das hier ist die Rampe. Von hier aus starten die Kamerateams zum Drehen. Der Arbeitstag bei der Abendschau, der beginnt ziemlich früh, um 7.30 Uhr. Morgen. Morgen. Servus. Und jeder Tag bringt auch irgendwie was Neues. Sicher ist eigentlich nur, die 11 Stunden bis zur Sendung sind ein Wettlauf gegen die Zeit. Ab jetzt. Studio Franken, Nürnberg. Hier laufen alle Meldungen aus Nordbayern zusammen. Ein Raubüberfall in Ansbach zum Beispiel. Jede Nachricht überprüfen sie hier und sortieren aus. Nicht jede Schlagzeile ist auch gleich ein Thema. Na, dann rufen wir jetzt mal die Abendschau an. Ne? Mal schauen, ob die was haben wollen. Guten Morgen, Abendschau. Ganz entspannt in den Tag. Tja, von wegen. Helge Röfer. Genau. Der plant die Sendung heute und wartet schon auf den Anruf aus Nürnberg. Wir haben in Erlangen diesen großen Pflegekongress. Der ist bereits eingeplant. Jetzt geht's um Details. Wir haben jetzt der Uniklinik abgerungen, dass wir in die Pflegeschule können. Das könnte gut passen, ja. Ich bespreche es in der Sitzung und melde mich. Danke. Ja, ciao. Besprechen, telefonieren, planen, das ist jetzt zum Zuschauen natürlich nicht so spektakulär. Und auch die Sendung selbst ist momentan nicht viel mehr als eine Tabelle. Doch die hat's in sich. Denn hinter den 75 Minuten Live-Sendung steht ein großes und komplexes Netzwerk. Das Beispiel mit dem Zahnrad kennen Sie ja. Bei der Abendschau sind es täglich gut 80 Rädchen, also Mitarbeiter, die zusammenarbeiten. Redakteure, Kameraleute, Reporter in ganz Bayern. Verantwortlich für 15 Filmbeiträge. Außerdem für 2 Live-Schalten und die Studiogäste. Also wenn einer schon körperlich arbeitet, dann ihr zwei, gell? Ja. Anpacken. Ja, ja, bitte. Anfangen, genau. Also gut. Das ist ein kostenloses Fitnessstudio. Ja. Michael und Michael sind die Ersten, die heute los müssen mit ihrem Satellitenwagen. Letzter Check. Draußen muss später alles funktionieren. Also sollte. Irgendwann fällt alles mal aus. Da muss man halt dann irgendwas basteln, sich eine Lösung überlegen. Umso mehr schief geht, desto ruhiger muss man werden und bleiben. Es ist wichtig, die Redaktion zu beruhigen. Es wird alles klappen und es funktioniert eigentlich auch immer alles. Genau. Also wenn mal kein Bild kommt zu einer Live-Reportage, die beiden sind verantwortlich. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Da rollen Köpfe. Mhm. Ja. Und das Ziel heute? Regensburg. Zurück in die Redaktion. Morgenkonferenz. Astrid Freieisen, stellvertretende Redaktionsleiterin, leitet sie. Auch der Pflegekongress ist hier ein Thema. Nach den Zahlen, die ich hier gerade gefunden habe, das ist ein Thema, das vor allen Dingen uns im flachen Land beschäftigen wird. Und was bieten die Nürnberger dazu? Die Nürnberger sind in der Uniklinik in Erlangen und haben zumindest die Zusage, dass sie in die Pflegeschule rein können. Das ist das Wichtigste. Die Ministerin ist gut, aber ohne Pflegeschülerin funktioniert es auf keinen Fall. Und dann ist da noch diese Meldung und bedrückende Bilder aus der Nacht. Blockade in einem überfüllten Münchner Flüchtlingslager. Die Menschen wollen auf ihre aussichtslose Situation hinweisen.
Das wäre ein Thema für unseren Tagesreporter. Röhmhild, Abendschau, Bayerisches Fernsehen. Oliver Röhmhild ist heute Tagesreporter, einer der stressigsten Jobs in der Abendschau. Um 12 Uhr hätten wir gerne ein kurzes Statement. Interviews organisieren und planen, welche Bilder gibt es bereits, okay. Was muss er heute selbst noch drehen. Ich habe uns nur bei dem Termin Reiter angemeldet. Bei diesen tagesaktuellen Sachen muss man immer ein bisschen konzentriert bleiben. Wenn es jetzt gut läuft, ist es ein zackiges Programm für heute, ein sehr konzentriertes. Wenn es nicht so gut läuft, dann wird es am Nachmittag noch ein bisschen eng, auch zeitlich. Oliver Röhmhild dreht selbst mit seiner Kamera. Alles da, los geht's. Zur selben Zeit in Erlangen, Reporterin Vera Held beim Pflegekongress. Die Ministerin ist bereits da, fehlt nur das Interview. Doch die Ministerin will erst mal noch ein bisschen zuhören. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde Puffer eingeplant gehabt mit den Anschlussterminen im Klinikum. Die halbe Stunde ist weg. Jetzt wird es spannend, ob wir das Ganze noch schaffen. Und während Vera auf die Ministerin wartet, warten andere auf Vera. Bei uns wird es ein bisschen später, es verzögert sich ein bisschen. Sie müsste längst in der Pflegeschule sein, doch ohne Ministerin geht's eben auch nicht. Endlich das Interview. 5 Minuten Frage und Antwort. Weil wir brauchen die Menschen. Danke Ihnen. Noch kein Stress, sagt Vera, aber ein schlechtes Gewissen. Also ich möchte eigentlich ungern die Protagonisten dann warten lassen. Die Azubine, die sich Zeit für uns nimmt, die steht da und wartet. Also ich möchte mir einfach ungern, es ist unhöflich, zu spät zu kommen. Und während sich Vera auf den Weg zur Uniklinik macht, macht sich in München das Online-Team bereits Gedanken über die Abendschau-Website von heute. Alle Themen müssen vorkommen mit Videos, Bildern und Hintergründen. Mittagspause gibt's bei der Abendschau eigentlich nicht, weil immer irgendwas zu tun ist. Und das gilt natürlich vor allem fürs Sekretariat. Hallo! Hallo! Abendschau, Johannes Geisel, grüß Gott. Am besten wäre es per E-Mail an die abendschau.zuschauer@br.de. Mir fehlen noch deine Arbeitstage für den Lokführerstreik. Kannst du mir die vielleicht schnell sagen? Johannes, hast du eigentlich schon einen CVD-Ersatz gefunden? Zuschauerfragen, Abrechnungen, Dienstpläne, Sie merken es schon. Ohne Sekretariat ginge nichts bei der Abendschau. Hallo, dann. Ohne ihn natürlich auch nicht. Matthias Keller-May, Abendschau-Chef. Er hat den Überblick über die ganze Sendung und das letzte Wort, wenn es um Themen geht. Für mich ist es wirklich wichtig, dass wir diese Vielfalt haben. Da gehört die ernste Politik genauso dazu wie lustiges Kabarett, Kultur, Brauchtum, Religion. Alles das muss in die Gemengelage der Abendschau rein, damit wir auch das Gefühl, das Lebensgefühl der Menschen treffen. Und da bin ich stolz darauf, dass wir als Abendschau dieses Markenzeichen Bayern sehr gut umsetzen und dass dieses Team jeden Tag diese tolle Leistung vollbringt, 75 Minuten auf den Punkt zu schaffen. Ja, das war jetzt der Chef. Und nur ein Zimmer weiter sitzt jemand, der für die Sendung mindestens genauso wichtig ist. Das Gesicht der Abendschau. Mit der Abendschau. Der Fall ist unwahr. Verzeihung, es sind natürlich 3 Gesichter. Christoph Däumling links, Annette Beetz in der Mitte und Roman Röll ganz rechts. Die 3 wechseln sich ab. Ihre Moderationen schreiben sie alle selbst. Heute ist es Christoph Däumling. Ja, ich bin's. Ich brauche irgendeinen Satz, um deinen Beitrag abzunehmen. Genau. Zwischenmoderation. Ja, dazu müsste ich wissen, ob es tatsächlich bei... Und wenn es schwierig ist vielleicht, dass man in der Mitte des Vormittags anfängt und ja, sagen wir mal von 10 bis 6 dann doch schon 8 Stunden arbeitet und nach 8 Stunden sagst du guten Abend, hallo und musst ganz frisch und ganz präsent sein. Und damit ihm das täglich gelingt, reicht eigentlich Apfel, Banane, Müsli, Sport, kein Aufzug fahren. Und eine Familie, die dich fit hält. Manchmal sage ich freue mich aufs Büro. Von Christoph Däumlings Büro in die Uniklinik nach Erlangen, der Pflegedreh. Man hat immer so einen Punkt wenn man auf dem Dreh, wo man weiß, der Beitrag läuft und der ist jetzt. Vera ist zufrieden. Ein Patient, der sich filmen lässt und eine sympathische Pflegeschülerin. Das macht die Arbeit heute angenehm. Veras Aufgabe, nicht im Weg stehen und den Beteiligten die Angst vor der Kamera nehmen. Läuft. Dass sie merken, wir wollen ihnen nichts Böses. Wir sind auch genauso wie sie, ganz normale Menschen. Und ja, hoffentlich macht sie mir ein bisschen Freude, auch mit uns zu arbeiten.
Und während Vera nur noch die Interviews mit den Pflegeschülerinnen braucht, steht Oliver Röhmhild ganz am Anfang in München in einem Flüchtlingslager. Keine einzige Aufnahme hat er bislang gemacht. Das Problem? Zu viele Kameras und Fotografen. Die müssen erstmal alle koordiniert werden. Alle Presse, verdrehen Sie mal bitte kurz aufpassen. Ich würde sagen, wir fangen hier jetzt an. Sie machen hier Ihre Außenaufnahme, wenn ich das so nennen darf. Ich bitte Sie einfach nur um ein bisschen Disziplin. Es ist natürlich immer schöner, wenn man alleine ist und wenn man seine Geschichte in Ruhe, seine Bilder sammeln kann. Aber das hier geht auch. Immerhin ein bisschen Verstärkung gibt's von einem Kollegen der Rundschau. Auch der will Olivers Aufnahmen später verwenden. Und das Interview mal eben auf Französisch. Viel Zeit haben sie nicht. Presserundgang durchs Flüchtlingslager. Es sind bedrückende Bilder, die Oliver mit zurück in die Redaktion bringen wird. Gerade an solchen Tagen, ja, bleiben Bilder im Kopf und es geht einem auch nach. Und ich finde, das gehört auch dazu, zu diesem Beruf, dass man erst in der Reflexion, wenn man ein paar Tage später wieder drauf zurückkommt und die Bilder wieder sieht, eigentlich auch viele Dinge mitnimmt, auch für die Zukunft und die Arbeit. Zurück in Freimann. Matthias Kellermay will kurz Hallo sagen zum heutigen Studiogast. Hallo. Hallo, Patrick Lindner, Schlagerstar. Heute tritt er in der Sendung auf. Jeden Tag ein anderer Promi. Auch darauf ist Matthias Kellermay täglich stolz. Wir kriegen tolle Gäste mittlerweile. Anna Netrebko war da und das ist einfach schön, solche Leute im Studio zu haben. Sind die auch noch anstrengend auch? Steven? Naja, es gibt solche und solche, aber gerade Anna Netrebko, ein wirklicher Weltstar zum Beispiel. Die war völlig unkompliziert, total locker und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Ab ins Studio, eine Welt für sich. Da nehmt ihn schön in die Mitte. Kamera 2. Und da sollte er rechts stehen. Das Abendschau-Regisseur Thomas Füting bespricht mit Kameraleuten und Technikern die Sendung. Jede Position, wo steht der Moderator und wo die Studiogäste, die sollen sich wohlfühlen in der Abendschau. Und so wie es aussieht, kommen sie auch ziemlich gerne her, die großen und die kleinen Stars. Monika Gruber, servus. Grüß dich. Live bei uns, live ID. Willkommen DJ Bobo. Danke vielmals. La Brass Banda, schaut es euch genau an. Noch einmal. Warum nicht einmal nach München kommen? Ich freue mich, mal wieder hier in Bayern zu sein. Toll hier. Ich habe Menschen getroffen. Ich weiß, wie die die Probleme anpacken. Was immer auch kommt. Es geht ja auch nicht nur um das Suchen eines Partners, sondern auch überhaupt um die Suche nach Sinn. Ne? Also jetzt ist mal der Hauptdarsteller dran und sagt, so ist es wirklich gewesen. Das hab ich, nein, das ist total bescheuert. Meine Kindheit war nicht so einfach. Only for one day this time, but it was beautiful. Yeah. Das sind so diese Momente, wo auch Prominente vergessen, dass sie im Fernsehen sind. Ich bin da so wie eigentlich jeder Mensch, der am Leben teilnimmt. Ja, hip ist das? Ja, ja. Ja, wirklich? Doch. Oh, toll, da habe ich aber Glück gehabt. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön, ich war sehr gerne hier. Das freut mich sehr, wenn Sie das so sehen. Abendschau muss ich mir merken. Ja, unbedingt. Dankeschön. Und das Beste ist, Sie können live dabei sein, hier im Studio. Platz ist genug. Regensburg am Nachmittag. Statuen, Bilder und Geschichte. Heute das Thema der Live-Reportage. Und Live-Reporter Matthias Flasskamp gibt zu, Geschichte ist gar nicht sein Ding. Etwas, wo man direkt mit lebt und wo man selber was anfangen kann, ist natürlich viel leichter. Aber man kann nicht jeden Tag nur das machen, was einem Spaß macht, sondern wir haben ja eine Dienstleistung hier. Wir kommen zu den Leuten und wollen die Geschichten erzählen, die die Leute interessieren. Und da muss man sich halt oft auch mal in Dinge einarbeiten, die einem nicht so unbedingt liegen. Würde ich zeigen? Das wäre das Erste, was du anschließt. Nein, den Gegenkönig. Gegenkönig, Luxemburger. Und während Matthias noch Geschichte übt, hat Live-Regisseurin Silke Bayer ein anderes Problem. Es ist zu eng in der Ausstellung. Die Kameras kommen kaum aneinander vorbei.
Das ist Ballett. Die tanzen heute umeinander rum. Und dann bis daher. Genau. Waren die nämlich nicht ein? Am besten ist, wenn du nicht so weit hintergehst, sondern ein Stückchen weiter vor, den kleineren Bogen. Genau. Gut, dann können wir anfangen mit der Probe. Die eins. Okay, tausche Mikro. Und Talk. Stefan macht den Schwenk von Avignon rüber nach oben, gell? Und raus. Wir machen es noch einmal, die Probe ohne Fremdwörter, und versuchen uns irgendwie ein bisschen kürzer zu fassen, ein bisschen straffer, ein bisschen verständlicher für den Zuschauer. Die Maske in Freimann. Kameras sind hier eigentlich verboten. Wir dürfen trotzdem rein und zuschauen, wie sie Christoph Däumling noch schöner machen. Auch dafür gibt es eine Anleitung. Christoph Däumling zum Selberschminken. Beim Pudern nur mit Mufe 3. Mufe 3? Mufe 3 ist was? Keine Ahnung. Make-up Forever Nummer 3. Make-up Forever. Wenn der Angstschweiß einem auf die Stirn tritt, dass dann der abgetupft wird und der Däumling nicht glänzt wie ein... Jetzt so kurz vor Sendung, hast du Angstschweiß Nein. überhaupt noch? Gibt es Momente, wo du aufgeregt bist noch? Oder? Ja, wenn du schlecht vorbereitet bist, ist man aufgeregt. Aber natürlich bin ich meistens gut vorbereitet. Mhm. Noch eine Stunde bis zur Sendung. Mit Hilfe ihres Cutters Marc Ohlmeier hat Vera ihren Beitrag so gut wie fertig. Auf dem Kongress. Genau. Also der Dreh war wirklich super. Die beiden Krankenschwestern waren der Wahnsinn. Das war wirklich ein Glücksgriff. Das sehen auch ihre Kollegen so. Das Wenn jetzt noch der Text zum Schnitt passt. Pflegeberufe sollen attraktiver werden. Dafür gibt es auch also konkrete ist, Forderungen. Mit dem Gefühl herausgeht nicht die Anerkennung. Noch nicht ganz. Ein bisschen Textarbeit gehört halt auch dazu. Oliver Röhmhild in München hat da andere Sorgen. Interviewsichten, Bilder auswählen, Texten, alles auf einmal. Erst seit ein paar Minuten ist er zurück vom Dreh. Viel später als geplant. Wir sind jetzt noch mittendrin in der Arbeit, weil sich das am Nachmittag dann doch wieder anders gestaltet hat. Auch die Politik in die Flüchtlingsunterkunft kam, sogar die Minister sich auf den Weg gemacht haben. Aber es müsste eigentlich alles gut klappen. Eine Stunde ist noch ganz gut Zeit und man muss dranbleiben, aber es ist zu packen. 17.30 Uhr Regionalsplitting. Im Norden Bayerns läuft die Frankenschau aktuell aus Nürnberg. Hier aus München kommt die Abendschau der Süden. Auch dafür ist das Abendschau-Team verantwortlich. Letzte Station, die Regie, sowas wie die Kommandozentrale der Sendung. Jetzt darf man da eigentlich gar nicht stören, weil da drin entscheidet sich, ob alles auch so läuft, wie wir es geplant haben. Die Sendung liegt in der Hand von Thomas Hüting. Und das läuft gut. Ja, fast immer. Ein bisschen ist es hier wie auf der Kommandobrücke in einem Raumschiff. Es ist für den, der zum ersten Mal sowas sieht, fürchterlich. Aber wenn man das 40 Jahre macht, dann ist es kein Problem. 40 Jahre machst du das schon? Nein, war ein Witz. Sie muss auch gleich. Keine Zeit für Späße, denn es gibt ein Problem mit der Sendung. Redakteurin Diana Stocker muss es lösen. Das Stück kommt wahrscheinlich nicht pünktlich. Das kann sein, dass die Reporterin nicht zeitgerecht vom Dreh zurückgekommen ist, im Schnitt Dingen etwas passiert ist. Blöd. Aber ist so. So, dann haben wir. Sollte der Beitrag wirklich zu spät kommen, müsste Diana Stocker den Sendeablauf ändern. Möglichst so, dass es am Bildschirm zu Hause keiner merkt. Und 306. Stammfresser sind da. Ja. Aber alles gut. Der Beitrag gerade noch rechtzeitig. Okay. Im Nachbarraum sitzt Christoph Däumling in der Abnahme mit Redakteur Ulrich Franz. Kein Text geht einfach so auf Sendung und der Übergang zu den Beiträgen muss stimmen. Wenn ein Film wie hier sehr knapp aus Würzburg überspielt wird, ist das besonders heikel. Wie fängst du denn an? Rund 65 Klientenwechseljahren haben einige Mitarbeiter. Gut. Und wie hörst du auf? Ah, das hören wir ja dann. Alles klar. Schluss, jetzt habe ich noch nicht. Gut, danke dir. Ciao. Ja, und die Szene kennen Sie eigentlich schon. Oliver Röhmhild bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit. Beim Einsprechen heißt es
Nerven bewahren. Über 100 Flüchtlinge blockieren den Verkehr vor der Bayernkaserne in München. Sie protestierten, weil sie keine Unterkunft bekommen. Ja, Unsinn. Norman, bitte nochmal. Präsenz, Präsenz. Okay? Blockieren den Verkehr vor der Bayernkaserne in München. Sie protestieren, warte, ich fange jetzt nochmal an. Protestieren und es immer auf. War ein Quatsch. Okay? Norman, bitte nochmal. Okay, machen wir gleich nochmal. So, jetzt wird es ein bisschen knapp. Noch 5 Minuten. Bis zur Sendung, ne? Über 100 Flüchtlinge blockieren den Verkehr vor der Bayernkaserne in München. Sie protestieren, weil sie keine Unterkunft bekommen. Es im Aufnahmelager Gewaltvorfälle gab. Und während Oliver seinen Beitrag pünktlich und fehlerfrei spricht, haben die Onliner die Abendschau-Website dafür bereits aktualisiert. Vera Held geht in den verdienten Feierabend. Ihr Beitrag liegt bereits in München bereit. Und während in den Regionalsendungen noch das Wetter läuft, wechseln Sie bei Christoph Däumling im Studio noch schnell ein defektes Mikro aus. Und Achtung! Und in Regensburg prägt sich Live-Reporter Matthias Flasskamp noch einmal wichtige Daten ein. Dann? 1 Minute noch. Alles wird gut gehen heute. Wirklich wichtig ist eigentlich nur eins. Ruhig bleiben. Und zwar egal, wie stressig das ist. Kann ich rein, Olli? Ganz gerne. So, wo waren wir stehen geblieben? Niemand will behaupten, dass uns alles perfekt gelingt. Aber als Team sind wir am Ende jedes Tages stolz. Auf eine aktuelle, auf eine neue und auf eine bunte Sendung. Herzlich willkommen in der Abendschau.